Bevor das Licht der Götter die Welt erhellte, herrschte Finsternis und sie wurde von Titanen beherrscht. Nach einem gewaltigen Krieg riss Zeus den Himmel an sich und schickte die Titanen ins Exil. Für alle Ewigkeit sollten sie eingesperrt sein. Die Länder wurden gereinigt und die Sterblichen gediehen. Doch Überheblichkeit kommt oft vor dem Fall. Und Gewalt kann selbst das Gefängnis eines Gottes öffnen. Aber wir werden. Wir werden. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen, alten Spiel-Let's Play von Titan Quest von 2006 und 2007, das Add-on Immortal Throne. Dann gab es ja 2016 die Anniversary Edition, 10 Jahre, und danach noch Ragnarok und Aquantis. Oder Quantis. Und jetzt, überraschend, ich weiß noch kaum etwas über dieses Addon, sieht aus wie Japanisch. Jo, Eternal Embers. Jo, ich habe gehört, das ist nur in Legendary spielbar, also das, ja, die neue Karte, der neue Akt oder eine neue Akte. Ich glaube, es sind 3 oder 4 Akte. Und ich möchte natürlich so schnell wie möglich dorthin kommen. Ja, also es wird schon gut gehen, aber es geht halt, es dauert ein bisschen. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, einfach die alten Akteure wieder durchzumachen. Viele ist es wahrscheinlich auch ein bisschen neu, weil das Spiel schon älter ist. Und ja, wir werden eben, es gibt noch einen wohlbekannten Held, das ist wahrscheinlich. Habe ich Level 40 und Legendär Held Level 70, damit wir gleich diese neuen Gebiete machen können. Wir werden aber von vorne beginnen und ja, relativ schnell durchgehen. Ich wähle Rang. So. Und dann können wir eigentlich schon beginnen mit dem guten alten Spiel. Eines Tages wird die Sonne sich verdunkeln und einen Schatten auf die ganze Erde werfen. Tempel, die schon ewig stehen, werden zerstört werden. Der Himmel wird verschwinden und die Götter werden auf die Erde stürzen. Eines Tages werden die Schwachen die Macht über die Starken erlangen. Die Poeten werden ihren Gesang einstellen und stattdessen das Schwert in die Hand nehmen. In solch finsteren Zeiten werden die stärksten aller Helden geboren. Okay, sehr motivierend. Ja, wir wollen natürlich Held sein. Und jo, sind hier also bei der Straße nach Helos, also wahrscheinlich in der Nähe von Helos. Wir sind wahrscheinlich mit dem Boot gekommen und jo. Ich habe eigentlich die Kugeln an, aber das kann man noch ändern. Nur es stürzt ab, also vor allem die Sound-Menüs, Audio. Wenn ihr hier irgendwas verändert, es stürzt ab. Ja, einfach mit einer D-Fehlermeldung. Gut, also. Das mit den Tutorials müssen wir nicht machen. Ich weiß, wie man spielt. Ich werde es einfach ein bisschen erklären, aber nicht so wie umfangreich wie das Tutorial. Du da, Soldat!
Wenn du gekommen bist, um nach Ruhe und Frieden zu suchen, dann wirst du sie hier in Helos nicht finden. Unser Dorf wird von Satyren und anderen wilden Bestien belagert. Die Hilfe deines Kampfarms wäre also sehr willkommen. Unsere Bauern kommen nicht auf ihre Felder und unsere Vorräte gehen zur Neige. Bitte folge der Straße zum Dorf und hilf, wo du kannst. Okay, machen wir gerne. Ja, ich habe noch etwas nicht gesagt. Es gibt eine neue Charakterklasse. Das heißt also, wir können es mit einer anderen auch kombinieren. Die müssen die Götter geschickt haben. Bitte, hier im Feld. Die werden mein Pferd umbringen. Ja, und das ist ein Titanfest, so ab Level 8 kann man eine zweite Charakterklasse nehmen. Das ist sehr mutig. Also, ja, ich finde es sogar eigentlich ziemlich cool. In anderen Spielen hat man zum Beispiel die Wahl, eine Charakterklasse zu ändern, und hier kann man einfach eine zweite wählen. Du hast mein Pferd gerettet. Vielen Dank. Aber ich bin nicht der Einzige, der Probleme hat. An dieser Straße liegt mein Dorf, Helos. Es stehen Monster vor den Toren, auf den Feldern. Sie sind überall. Gut, Hauptaufgabe aktualisiert. Ein Dorf hat Probleme. Da rechts gibt es ein neues Portalsymbol, ja. Und jetzt gerade sehe ich jetzt nichts Neues, einfach eigentlich ist die an der Grafik wurde, glaube ich, gar nichts gemacht. Hallo, ich bin Aeson, der Wachhauptmann dieses kleinen Dorfes. Wir halten durch, aber wofür? Wenn die Monster unsere Bauernhöfe vernichten, dann sind wir genauso am Ende. Es liegt an diesem verfluchten Schamanen. Diomedes rauft sich deswegen die Haare. Und ja, diese neue Charakterklasse ist eine Art Alchemist und wahrscheinlich fernöstlicher Priester oder so. Also es gibt Fallen noch. Es gibt, glaube ich, Wurftränke oder so. So, dann schauen wir mal kurz hier zu. Ich bewahre deine Sachen auf. Verwandtreibung, ne? Händler ist oben drüber. Möge Hera dich behüten. Noch nichts. Einen neuen PC, keine Spielstände. Wenn du da rausgehst, keine Items, solltest du nicht unvorbereitet also alles vom Grund doch, auf, aber sowieso so viel gespielt, das ist jetzt auch nicht unbedingt. Weil jetzt einfach so weitermachen würde. Jetzt ist es einfach mal wieder neu beginnen. So, und dann haben wir hier unten. Genau. Sei gegrüßt, Reisender. Wir brauchen deine Hilfe. Seltsame Monster greifen unsere Bauernhöfe an. Bitte sprich mit Diomedes hinten im Dorf. Ja, habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil wir sonst angegriffen werden. Also die Wachen werden angegriffen. Und dass jetzt das Portal in der Nähe schon aufgeht, das ist neu. Habe ich, glaube ich, nicht gehabt. Ich habe es noch nie ausprobiert. Also ich habe das Portal eigentlich immer sofort angeklickt. Ja. Hallo, Fremder. Ich bin Diomedes, der Anführer dieses kleinen Dorfes. Stimmt es, dass du dir den Weg hierher erkämpft hast? Wenn das wahr ist, dann bitte ich dich, uns zu helfen. Monster, die von einem mächtigen Satyr-Schamanen angeführt werden, tauchten vor wenigen Tagen hier auf und haben uns von unseren Bauernhöfen vertrieben. Wir können die Dorftore kaum verteidigen und haben niemanden, der sie davon abhalten kann, unsere Ernte zu zerstören. Unser Ackerland liegt auf der anderen Flussseite, gleich hinter der Brücke. Der Schamane wurde zuletzt hinter den Höfen gesehen, am Rand des Heloswaldes. Bitte befreie uns von diesem schrecklichen Zauberer. Wir werden dir so viel geben, wie wir können. Ja, scheinbar hast du genug Essen. Ja, okay, die Waffen sind nicht stark. Sehr gut. Und eine Fackel. Fackeln sind am Anfang. So, im ersten Gebiet ist es sehr gut. Wenn sie noch ein bisschen Feuerschaden machen, machen sie einfach mehr Schaden. Zum Beispiel durch. Und das sieht man auch, nur noch zwei Schläge. Level 1 Monster. So. Okay, eine Fackel. Ich weiß jetzt nicht, Dual Wielding geht eigentlich auch schon. So. Also alles ist. Es geht noch nicht. Okay, schade. Genau, das ist nur beim Kriegs. Weiß nicht, wie der Charakter heißt. Kriegsmeisterschaft, glaube ich. Unmöglich. Und vielleicht bei einem anderen, ich glaube, den Runen.
Ja, die neue von Ragnarok. Zweitneueste. Ja. So, muss jetzt auch wissen, wie man Heiltränke ansetzt. Das ist auch, glaube ich, cool. Bei mir. Bei euch ist es wahrscheinlich eine andere Taste noch. Aber ich habe sie auf die Kuh getan. Jetzt habe ich eigentlich die gleiche Steuerung wie bei Diablo 3. Mochte ich eigentlich nicht so, aber ich möchte. Ja, ich könnte eigentlich die Fähigkeiten auf die Kuh ER Tasten machen und so. Genau. Okay. Ja. Und noch Einheiten an. Wir haben die eigentlich. Können uns mal heilen. Bin ich gerne dann beim Schaman ohne Heiltränke oder so. Also auch bei den Mods, die natürlich alles schwieriger machen am Anfang auch. Ist es natürlich dann einfach ein bisschen besser. Wir setzen die Heiltränke erst ein, wenn wir wirklich fast vor einem Tod sind. Aber hier, ja, es wird wahrscheinlich nicht so schwer sein natürlich. Hab schon lange nicht mehr so Singleplayer gespielt. Wurde es mal angetestet, wie es ist mit einem Schaman, also mit einem Natur- und Geistbeschwörer zu spielen im Sommer, aber das habe ich schon lange nicht mehr so Vanilla gespielt. So, also er greift schon an. Wir haben hier einen Heiltrank. Ein Heilbrunnen. Ja. Okay, wir sind auch noch kurz weg. Kommt doch schon ein bisschen Schaden über. Geheilt worden. Also scheinbar ist der Schamane stärker geworden. Ja, also er macht man viel Schaden. Wir erreichen ihn nicht so gut, wenn er mehr hat. Ja, treffen ist auch gut. Hm. Er kann schon sein, dass die Heiltränke heilen auch nicht so schnell wie in anderen Games. Ja. So, wir haben ihn besiegt. Weil er einfach auch stehen geblieben ist und wir auch ein bisschen besser getroffen haben. Aber so, ich möchte gerne das mal umstellen auf Ö. Ja, mit Ö, ja. Mit Ö habe ich jetzt einfach die weißen Items mal ausgestellt. Schauen wir jetzt. Okay, es wurde viel geändert. Bei Eich habe ich jetzt hier immer wieder Ding bekommen. Gelbe Items. Wo sind jetzt die gelben Items hin? Hm. Okay, es hat sich schon ein bisschen etwas mit Balancing und so gemacht. Finde ich gut. Aber es ist natürlich auch deutlich schwieriger jetzt gerade gewesen. Du hast den mächtigen Schamanen besiegt? Erstaunlich. Dein heutiger Sieg ist großartig. Aber ich fürchte, morgen wird es noch mehr Monster geben. Zumindest ist von der Ernte noch genug übrig, um uns alle zu ernähren. Nimm dieses Gold. Ich weiß, es ist nicht viel. Bitte such den spartanischen General Leonidas auf. Richte ihm mein Anliegen aus. Er soll uns ein paar seiner Krieger schicken, um uns zu beschützen. Und zwar schnell, bevor wir wieder überwältigt werden. Ja, machen wir. Ja, müssen halt laufen. So ein Ritt oder so mit dem Schiff wäre natürlich viel besser. Ich denke, das liegt halt du auch nicht. Mir all Sparta setzt eigentlich auf einer Klippe oben. Bis bald. Und was hättest du denn gerne? Ist nicht gerade so, dass es hat einen Hafen. Auf Wiedersehen, mein Freund. Ja, ich kenne mich schon ein bisschen aus mit der mythischen Mythologie, aber griechischen Mythologie. Und jetzt gerade gesagt, mythischen Griechologie. Ja. Okay, ja. Ich bin halt immer noch ein bisschen gestresst vom Problem. Cortisonmangel. Tabletten wurden irgendwie schlechter und ich muss jetzt mich irgendwie daran gewöhnen, wie ich muss einstellen, weil die Ärzte nichts machen. Ja gut. Aber umso mehr freut sich einfach wieder etwas Älteres zu spielen und so. Und etwas auch, was man noch im Kopf hat. Halt bewährt, das ist für mich manchmal doch besser. Für manche Zuschauer merke ich, ja, die wollen lieber Neues sehen und halt wirklich Clickbait. Also ich mache nie Clickbait, aber wenn ich jetzt mal irgendwas schreibe, wie zum Beispiel, ja, die Wachen verhalten sich nicht richtig und so Sachen, dann werden die Videos doch ein bisschen mehr angeklickt. Und das finde ich ein bisschen doof, weil ich eigentlich ganz normaler
Spieler sein möchte und nicht ein Influencer, der die ganze Zeit irgendwelche Clickbaits und Like-Anfragen, also ja, bitte like das Video und so und abonniert mich oder so sagt, sondern wirklich auch die Leute wählen dürfen, ob sie mich unterstützen oder nicht. Und ja, bin halt einfach eher Fußballer natürlich, aber wenn ich auch ein bisschen Erfolg bekomme, habe ich natürlich auch Plan, nicht mehr Fußballer zu sein. Bin halt einfach ein bisschen, ja, eher dort besser, weil ich halt auch ein bisschen, ja, sehr manchmal trainiere und dann ein bisschen eher abgelenkt bin fürs Let's Play. Ich hoffe, es stört euch nicht, also es kann sein, dass ich einfach ein bisschen abwesend bin oder irgendwas mich falsch rede oder ich verspreche, genau das wollte ich sagen. Genau. Aber es ist nicht, also wir lenken die Spieler halt manchmal auch ein bisschen mehr ab als andere. Nicht gerade so, ja, sehr einfühlsame Menschen ab. Und das ist, ja, das fällt mir einfach immer wieder öfters auf, aber wird uns schon gehen. Also das Spiel ist jetzt auch nicht gerade so anspruchsvoll. Zum Beispiel GTA Rollerplay oder so, ich erst kürzlich mal gelastet habe auf Twitch. Das hat mich total überfordert und der eine, der Ghost Founder, Glocks TV, wie er jetzt momentan heißt, irgendwie so, der hat halt irgendwie nicht so ein bisschen verstanden, dass ich jetzt nicht unbedingt Lust habe, jetzt immer weiter zu spielen dort. Muss ich erstmal ein bisschen Pause machen. Und genau das hat mich dann wieder ein bisschen mehr gestresst und jetzt muss ich wieder mehr Tabletten nehmen. Jetzt bin ich dafür ein bisschen beruhigter. Genau, schön locker. Ah, da greifen noch ein paar Dorf an. So, oh, jetzt los. Und den Gegner nicht anvisieren, das kommt hier nicht gut. So, wir sind bald ein Level up. Wir haben schon ja ein Level up, aber ich weiß jetzt nicht, welche Taste das war. Das ist der Mastery Band. Genau, und das Neidern. Die neue Kraftklasse nehmen wir doch. Starkes Elixier. Okay. Und jetzt Regeneration. Eine Regeneration könnten wir gebrauchen. Müssen das irgendwie einsetzen? Ah, es heilt uns nur, wenn wir einen Trank einsetzen. Okay. Ja. Atemangriff, Kugel und Kegel. Ja, es ist einfach ein bisschen zu kleine Schrift. Bin vielleicht ein bisschen leiser jetzt gerade, weil ich lese. Konsequenzen ist eigentlich auch ziemlich gut. Uff. Alles ziemlich anders. Aura der Ruhe, das ist doch etwas Tolles. Dann Schild. Nein, es ist nur nicht für Schilde, sondern für alles. Umwangis. Das ist scheinbar ein Zauber, steht halt nicht, aber für 50% für mehr Schaden. Okay, das ist etwas, was wir benutzen. Dann haben wir hier noch, haben wir denn noch für Schaden? Schadensreflexion, ziemlich cool. Sinne des Ältesten, was war das Atemangriff? Schaden zu umgehen ist auch ziemlich gut. AG, hä? Und hier haben wir Nachhall, Fähigkeitenstörung. Mehr Schaden gegen Geist ist ziemlich gut, weil wir im Nahkampf nicht so viel Schaden gegen Geister machen, außer wir haben irgendwie Elementarschaden. Okay, Konvergenz. Wählen irgendwie die Trankangriffe? Ich dachte, man kann mit Tränken anwenden. Ich habe nur ein bisschen durchgelesen, was auf der Shopseite war und nächstes Chakra.
Versteinerung 20 Sekunden Dauer, ist das 1? Und ein bisschen dann manchmal zu wenig lange die Zauber, wenig, den wir ständig buffen müssen. Das ist ziemlich gut, also ja, Terrakotta-Diener muss man halt drauf skillen. Und es ist wieder weit, also ja, ich weiß nicht, gibt's mehr? Wirklich nur einer. Okay. Schutzverschmelzung. Verschmelzung. Okay. Ja, wir müssen scheinbar, also der Atemangriff, der ist denke ich, Magie, den nehmen wir jetzt nicht. Wir müssen also einen Angriff nehmen, der nicht nur nehmen wir gleich zwei Punkte rein. Nur 3% Benutzungswahrscheinlichkeiten und Konsequenzen müssen wir dann zuerst nach oben bringen. Okay, das werden wir leicht auch nehmen. Was wir für eine Zweitklasse nehmen, weiß ich nicht. Also einer, der sehr gut passt. Ich will jetzt nicht unbedingt irgendwas kreuz und quer am Anfang skillen. Ich werde mich einmal entscheiden müssen, weil wir wahrscheinlich nicht den zweiten Charakter oder so spielen. Könnt ihr mal versuchen, einen anderen Charakter noch zu spielen nebenbei, aber ich habe zu wenig Zeit. Also wir müssen bei diesem Skiller eigentlich bleiben. Geht nicht anders. Und sonst müssen wir halt irgendwie neu anfangen. Aber das ist jetzt eher das Problem, dass ich nicht so viel Zeit habe. So, aber ja, wir müssen das gehen, ne? Also umlegen, passt das? So, und links weiß ich nicht, was ich dorthin tue. So. Verspotten vielleicht, aber es lockt uns nur die Gegner an. Ja, und die Reichweite ist jetzt nicht gerade so groß. Okay, das ist jetzt der. Genau. Also manchmal machen wir dann mehr Schaden. Das ist nicht wenig. Also eigentlich manchmal ist es eigentlich Hälfte. Ja, also wir müssen schon noch ein bisschen reinskillen. Das ist 5% Wahrscheinlichkeit. Ja, ist zu wenig, wir lassen das auf einen Punkt. Es sind nur 2% mehr Wahrscheinlichkeit, das ist nicht gerade so viel. Vielleicht treffen wir es ja mal, also sehen es dann. Haust du jetzt du? Okay, hallo. Hey, bleib hier! Auf jeden Fall wird das Modding auch besser. Sie haben geschrieben, dass jetzt leicht ist, irgendwas zu machen. Ich werde eventuell mal einen Mod versuchen zu machen, aber ich bin ja ein Skyrimer Modden und das frisst halt auch viel Zeit. Eher dort hat er in der besten Grafik und alles mögliche halt dort eher modden. Und dort gibt es noch mehr Möglichkeiten, Sachen zu machen. Kann man auch einen Hackenslayer draus machen. Also, jo, ich freue mich natürlich riesig über irgendwelche anderen Mods, zum Beispiel Shadow Champions. Einer der Mods, den ich gespielt habe, wirklich super Mods. Gibt es halt nur auf Steam Workshop. Glaube ich. Epic Launcher nicht. Aber scheinbar ist das irgendwie verbunden. Also ich könnte mich jetzt in Epic Launcher hier in-game einloggen. Das ist ein bisschen komisch, wenn man die Steam-Version nutzt. Genau. Oder? Okay, wir haben auch irgendwie Reflexion oder so. Ich weiß es nicht. Ja. So, ein anderer. Oh, das ist einfach ein Reichweitenangriff. Also, das Blitzteil ist noch ein bisschen größer. Okay, da haben wir auch noch ein paar. Jo. Ich werde vielleicht mal ein bisschen das Game noch schneller machen. Wenn ich Zeit habe. Ist schon schnell, also
Für mich ein bisschen zu langsam. Beim Schlagen und so. Ist das jetzt auch wieder ein bisschen verbuggt? Ich finde es ein bisschen komisch, dass so Updates noch drin sind und alles. Müssen die Leute noch ein bisschen bugfixen. Recht langsam ist es in dieser Phase. Ich spiele immer langsamer. Naja, ich muss mich einfach angewöhnen an langsames. Ein menschliches, aber es wird doch schnell als im Schluss. Glück ist mir sogar an den dunkelsten Orten. Sagen wir so, ab Akt 3 oder so, also nicht am Schluss, aber schon relativ früh wird es dann ziemlich schneller. So, hier genau. Also das Inventar, das glaube ich I oder B. Also wir brauchen vor allem, ich glaube, Intelligenz noch. Gibt es jetzt Waffen mit Intelligenz und Stärke? Müssen wir doch noch. Stärke. Intelligenz. Intelligenz macht halt die Elementarschäden höher. Und ja, wir benutzen ja Blitz. Dann wäre ein Sturm am besten. Ja. So, jetzt sind wir ein bisschen wieder schneller. Irgendwie sind wir in einer Höhle langsamer. Okay. Keine Ahnung. Okay, die sind stärker, die müssen wir. Nein! Will ich schon sterben? Bitte, bitte. Hauen Sie ab. Nicht so viele. Bin natürlich gleich reingeplatzt, ist nicht so gut. Ja, hauen wir uns zurück. Es wäre so empfehlen. Ja, wir angreifen. Meistens schon. Gar nicht. Hab hier. Genau. So. Gut. Okay, hier haben wir leider noch. Heißen die Buschab hier. Zwei sind gekommen. Also das Spiel wurde irgendwie schwieriger, also habe ich das. Ja. Definitiv wurde es schwieriger am Anfang. Aber das ist auch gut so. Und einen Schwierigkeitsgrad oder so gibt es ja nicht in diesem Spiel. Nein, wir haben einfach dann den nächsten Schwierigkeitsgrad, wenn wir das normal durchgespielt haben. Müssen wir einfach noch in Epic und dann in Legendär das Spiel durchspielen. Und Ende Legendär kommen dann die neuen Akte. Ich brauche unbedingt jetzt noch eine bessere Rüstung. Ich will jetzt die Wildschweinleder nicht unbedingt hier verbrauchen müssen. Ja, okay, also blau, gelbe Items jetzt bisher noch nicht gefunden. Ja, nicht so schlimm. Ah, okay, ich hab's auf Tab. Wir haben keine Heizsenke mehr. Müssen gleich noch was zurück. Jetzt kommt eine Quest. So, also. Ah, und da links ist jetzt die Liste. Wurde, glaube ich, auch noch geändert. Du hast unseren Dank. Möge Hermes dich sicher nach Sparta geleiten. Tellis lebt noch? Ich kann meinen Ohren kaum glauben. Ich hatte aufgegeben. Danke, Krieger. Vielen Dank. Okay, bitte. Hier haben wir doch auch noch irgendwo einen gehabt. Und der ist dran gegangen. So. Also, wir haben noch nichts gefunden. Vergiss nicht die diese Rüstung Teile, die brauche ich eigentlich. Die sind auch sehr wichtig. Dann auch nicht. Ein bisschen mehr Geld. Wir müssen noch irgendwo. So, 900. Die zu teuer. Also irgendwas wurde verändert, das ist eindeutig.
Einfach mit der Dropchance von gelben Items und so. Die gelben sind die blauen, zum Beispiel von Diablo 2. Oder Path of Exa. Oder Last Epoch, mein Lieblings-MMORPG. Also es ist ziemlich... Ja, ich finde irgendwie, das Spiel ist ziemlich nah dran. Ist auch wirklich ein super Spiel. Ich bin wirklich oft schon am Let's Playen gewesen, im Livestream das Spiel. Macht einfach richtig viel Spaß. Aber müsst nicht unbedingt böse sein, wenn ihr manchmal keine Lust habt, weiter zu zocken oder so. Ist manchmal schon ein bisschen grinding, ein bisschen ein Gegner, ein Boss ist zu schwer, ihr kommt gerade nicht weiter. Aber so schlimm ist es nicht. Ich saß hier ein wenig in der Klemme, das muss ich zugeben. Ich danke dem Gott Hermes, dass er dich geschickt hat. Ja, bitte. So. Also jetzt haben wir wieder ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Gold bekommen, 1500, das ist super. Hier. Hier aufgefallen, dass man hier hinter den Baum gehen kann. Ein Erfahrungsschein ist das. Ich glaube 50% mehr Erfahrung oder so. Okay, und ein Dot haben wir scheinbar noch. Jetzt gerade irgendwie. Nein, das ist einfach der Schrein. Vielleicht ist es auch jetzt mal geprockt. Ich habe es jetzt noch gar nicht gesehen da mit der anderen passiven Fähigkeit. Benutzerwahrscheinlichkeit. Okay. Ja, so Games, so Hack and Slays mit Wahrscheinlichkeiten wäre natürlich auch besser. Gut. Ich wäre so fast sogar gestorben. Mann, sind die schwer. Was ist mit dem Schwierigkeitsgrad denn passiert? Uiuiuiui. Pray, go in trouble. Go in trouble. I feel not so good. I'm Arnold Schwarzen. Das ist natürlich ein bisschen gespannt. Happy. I'm a little happy. The game was better. The game is better. Oh, das war Damage. Overkill. Brutality! I'm so happy, I'm so slow. Ich weiß nicht, mach mir das langsamer. Wahrscheinlichkeit? Keiner? Das ist nicht Wahrscheinlichkeit. Das ist nicht versteinern, wenn wir langsam rennen. Keine Ahnung, was es ist. Kann schon sein, dass man irgendwie aus der Puste ist kurz oder so nach einem Kampf. Eben wenn man es nicht so gut sieht, einfach langsamer rennt. Das ist ein bisschen komisch, wird nicht geklärt. Also okay, kommt einer oder alle? Nein, alle. Die haben einen zu starken Blitzangriff. Einfach ein Buff, eine Aura. Schnell angreifen, bevor die anderen kommen. Bevor sie Eier legen. Ja, und die ist Level 4 sogar. Okay. Gut. Dann natürlich wieder in... Machen wir mal Geschick und... Stärke. So. Wir müssen natürlich auch Items tragen können. Die brauchen auch Attributspunkte. Also vor allem Stärke. Ja. Intelligenzrüstung natürlich Intelligenz. Geschicklichkeitsrüstungen kenne ich gar nicht so. Meistens sind es Stärkerüstungen auch bei Intelligenz und ja, wir brauchen vor allem einfach Intelligenz und wir sind dann halt weniger stark oder zäh. Bitte, Reisender, du musst mir helfen. Rüstung. Eine seltsame Krankheit hat viele in der Stadt Tegea befallen und ich wurde geschickt, um Medizin zu besorgen. Ich habe sie in meinem Wagen, aber der Pass da vorne wird von Saturn blockiert. Sie werden von einem besonders starken Exemplar angeführt. Hey, hier links ist so eine Art, ja, Skelett. Welt. Ja, ein bisschen Klippe, es geht auch runter wie hier. Und die haben Magier und halt Bogenschützen, die noch ein bisschen zu viel Schaden machen werden. Auch wegen ja, dem Schwierigkeitsgrad Anstieg. Also, jo,
werden wir jetzt erstmal einfach weiterspielen und ja, gucken, dass der Nutz nicht am Kartoffel kommt. Okay, jetzt haben wir einen Tweet gemacht, haben wir einen Zahn aufgepluckt. Plucken. Oh. Ja. Das ist manchmal so also machen. Jetzt schaue ich aber nochmals das Test. Es trocken keine gelben Items oder besser. Sind denn die hin? Der Weg ist frei? Gut. Nun, ich schätze, ich sollte weiter. Hier, das ist für deine Mühen. Okay. Und Heilung. Okay. So, also. Was brauchen wir jetzt gerade? Du noch einen Punkt hier rein? Dann setze ich mal. Ja, also so benutzen. Ja, Tränke muss ich jetzt. Wirklichkeit nicht waffenabhängig. So, dann haben wir hier noch geteiltes Leid. Und Rauchwolke. Rauchwolke wäre eigentlich auch ziemlich gut. Ja, also. Ist 1 Sekunde Dauer. Wenn es sich erhöht mit dem Skin, dann setze ich den mal ein. Aber ich will jetzt nicht unbedingt so viele Tasten drücken müssen. Am Anfang, wenn ich dann ein besseres Bild habe, so mache. Also das war wahrscheinlich das in der Mitte. 1% Nutzerwahrscheinlichkeit. Nutzungswahrscheinlichkeit. Das ist falsch. So. Gehen wir eher mal zu den leichten Gegnern. Was wir haben, ist einfach ein bisschen zu wenig Defensive. Wir haben keine Rüstung. Ja. Jetzt nicht unbedingt Lebensenergie gestattet. So. Einfach mal ein bisschen stärkeren Gegnern ausweichen. Besten Lager. Hui. Spiel hat es in sich. Das ist eigentlich damals schon eigentlich ein relativ schwereres Hackenslay gewesen. Vor allem, wenn man einfach noch nicht so geskillt hat, wie Profis natürlich. Oder einfach an Lebensenergie gespart hat und so. Ja. Wir müssen immer schauen, was wir brauchen, die Rüstung. Okay, scheinbar wieder ausgemacht. Also es ist ein bisschen zu schwer hier oben. Ich will jetzt nicht unbedingt so viel Eintränke trinken müssen. Aber wir haben schon 9. Machen wir nochmals kurz zurück. Haben wir irgendwo etwas nicht eingesammelt, weil es nicht angezeigt wurde? Okay, gut. Also. Ja. Nicht gerade so viele Beile in mich reinbohren, das ist nicht so gut. Hey. Es ist verboten, Ballerwaffen herumzuspielen. Ballerwaffen. Ballermannwaffen. Hey, Damage. 16. So. Geht doch. Hey. Hier gab es so Wildschweine, die Giftschaden machten. Also Wildschweinreiter. Und die sind jetzt nicht mehr. Da rechts. Es gibt ihn nicht mehr. Weil der war. Oh! Oh! Ein Fischerseiten. Ein geworfen, also gleich eine Wurfwaffe. Aber es braucht zu viel Geschicklichkeit, wenn wir ihn nicht benutzen. Noch nicht. Weiß nicht, ob ich jetzt Geschicklichkeit so hoch treiben soll. Ja, immer wieder ein bisschen stacken. Ein Punkt.
Punkte reinzusetzen, aber so viel eigentlich noch nicht. Ich weiß, dass es hier gefährlich ist, aber ich kann nicht nach Hause gehen. Meine Tochter sollte eigentlich heiraten, doch leider ist ihre Mitgift, eine goldene Halskette, jetzt im Besitz einiger wahnsinniger Dämonen, die meinen Wagen zerschlagen haben und abgehauen sind. Okay. Ja. So, jetzt. Ich habe noch das Mikrofon ein bisschen besser zu mir runtergetan, weil es ist schon sehr, sehr sensibel. Also, eventuell muss ich halt noch einen kleinen Membran-Mikrofon kaufen. Das ist schon heftig, wie viel Reichweite so ein Mikrofon hat. Und dass ich jetzt nicht immer so mega laut reden muss. Ja, weil sonst, wenn ich das näher anbringe, dann habt ihr so ein über Empfindlichkeitsding, also so, ich so und so rede, ist nicht so gut. So optimal habe ich es eigentlich schon eben wieder eingestellt, aber ich sitze halt immer auch wieder ein bisschen anders und so, und dann ist es wieder nicht so optimal. Ist sehr schwer, so ein Studio-Mikrofon, also es hat immer sehr gute Qualität eigentlich. Ja, ich kriege das sicher noch besser hin mit einem Mischpult. Mit Mischpulten kenne ich mich überhaupt nicht aus, also wenn jemand da weiß, wie man mir helfen kann, bitte sei es ihm ja nett, mir zu machen. Ich würde sehr gerne mich revanchieren mit irgendwas. Ja, meine Damen und Herren. Ja, man redet halt heute nicht mehr so, aber ich würde es einfach so ein bisschen sagen, oder, dass es nicht so schlimm ist. Ich bekomme. Wir müssen uns doch gegenseitig helfen. Es sind schwierigen Zeiten voller Krankheiten und Stress bei der Arbeit und so weiter. Also meine Arbeit, also neben dem Let's Playern und Livestream, ist schon sehr stressig. Ich freue mich immer wieder riesig, wenn ich aufnehmen kann, livestreamen kann und so weiter. Und heute werde ich sicher auch noch einen Livestream machen, wenn ich nicht allzu müde bin. Ich muss mich einfach noch ein bisschen gewöhnen. Das ist so geil, dass wir irgendwie Dot haben. Aber ich verstehe nicht, woher der Dot kommt. Es ist Blitzschaden, es ist nicht Elektrobrandschaden. Es ist einfach der Boden, der scheinbar Dot-Schaden macht. Wenn der Boden so funkelt, das ist der Dot-Schaden. Nicht der Schaden von der Waffe. So, haben wir denn noch ein neues Level? Ja. Ich dachte nur, wir hatten da noch eins vergessen oder so. Gut. Jetzt gehen wir zum nächsten Wegpunkt und wenden den Partner. Der ist schon recht lange. Ich möchte schon eigentlich so 50 Minuten Videos machen, weil es geht einfach schneller zum Hochladen. Was zwei Parts mit 25. Die Halskette. Ach, möge die Göttin Hera dich segnen. Ja, es ist vom Blitz des Böses. Können wir dann gebrauchen. Aber nicht auf einer Handaxt. Also. Ich möchte die noch aufsparen. So, hier müssen wir gar nicht alle Gegner besiegen. Zum Beispiel zum Lager unten muss ich jetzt nicht unbedingt gehen. Was ich machen könnte, ist für den nächsten Part noch ein bisschen farmen. Die Gegner regenerieren sich ja wieder. Sonst werden wir immer noch so langsam einfach im nächsten Part sein. Ja, wäre nicht schlecht. Also, es wird schwierig. Das spartanische Heer, ja? Du findest. Sonst müssen wir einfach farmen im Part. Sie haben dort ein Kriegslager aufgeschlagen. Okay, und ich habe jetzt gerade ein bisschen Asthma, tut mir leid. Jo, ich bedanke mich fürs Zusehen, es hat euch hoffentlich gefallen. Und ja, wenn ihr natürlich ein bisschen mehr zuschauen könntet, wäre ich natürlich nicht abgeneigt. Ja, würde mir natürlich extrem helfen, aber das ist das Einzige, also einfach ein bisschen mich Zeit nehmen, wäre natürlich das Wichtigste. Jo. Und sonst ein Kommentar beantworten ist natürlich auch sehr wichtig für mich. Alles andere ist freiwillig. Abonnieren, liken, die Videos auch schauen, wenn es euch nicht interessiert und so, das müsst ihr nicht. Also
ist einfach besser, wenn wir halt natürlich auch ein bisschen eine Community werden. Also Discord, unten in der Videobeschreibung, Twitter, Twitch, ist alles verlinkt. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.